Guten Morgen, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich bin noch immer etwas krank. Ich sitze gerade beim Frühstücktisch und ja, habe hier eine Schüssel mit einer halben Melone, einer halben Cantaloupe-Melone, zwei Nektarinen. Dann habe ich hier noch einen grünen Tee, ein kleines Laster, noch einen Eistee, der ist aber selbst gemacht. Und nehme mir jetzt dann gleich in den Stall noch 600 Milliliter Bananenmilch und so einen kleinen gekauften Smoothie mit. Ich habe jetzt im Ofen noch zwei Salzbrezeln. Ja, ich vertrage Gluten nicht so gut, aber wenn ich es nicht übertreibe, geht das. Und ja, wir haben jetzt 7:05. Wir haben heute Ponycamp oder ab jetzt Ponycamp für 2 Wochen. Die sind gestern, die erste Gruppe Kids sind gestern gekommen und um 9:30 beginnt der Unterricht. Ich will vorher noch Schlumpfi reiten. Deswegen, ja, frühstücke ich jetzt schnell, dann geht's los in den Stall, dass ich das noch schaffe. Nebenbei läuft noch eine Folge Unforgettable, also auch so ein kleines Laster von mir, meine absolute Lieblingsserie. Lass ich mich aber noch so ein bisschen berieseln und in 4 Minuten sind meine Brezeln fertig, dann esse ich die auch noch. Ich denke mal mit Oberster. Da kommt halt einfach der Bayer raus. Naja, wir sehen uns gleich im Stall wieder und ja, viel Spaß bei dem Video. Was ich genau mit Schlumpfi machen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe eigentlich vor, Dressur zu reiten heute oder Dressurmäßig. Also, bis gleich. Ich bin jetzt im Stall und laufe gerade über die Koppel zu Schlumpfi. Der liegt da hinten und schläft. Total gemein jetzt, dass ich ihn da jetzt hole. Aber der war vorhin schon mal drin, hat schon gefressen. Das ist aber schon 7:50. Also habe ich noch 1 Stunde 20 Minuten. Ach, gerade eben ist aufgestanden. Und ja, 1 Stunde 20 Minuten geht der Unterricht los und dann muss ich auf dem Platz stehen. Deswegen muss ich jetzt wirklich mich so ein bisschen ranhalten und echt schnell machen. Hast du gut geschlafen? Absolutes Leckponychen hier. Oh, guck mal. Mein Babypferd. Also ist nicht meine, aber den reite ich. Und Schlumpfis kleiner Freund liegt noch und schläft. Ne? Die lagen nämlich gerade Seite an Seite und haben geschlafen. Ich nehme den jetzt mit, den da. Und ja, dann tun wir jetzt was, ne, kleiner Mann. Ja. So, ich habe jetzt schnell fertig gemacht und sitze jetzt auf dem Pferd. Der Platz steht noch komplett unter Wasser und mein Lederzeug wird danach richtig gut aussehen. Ja, deswegen stelle ich jetzt auch die Kamera hier nirgends hin, denn sonst könnte es sein, dass wir einen kleinen Kapitalschaden haben, wenn die irgendwie doof vollgespritzt wird. Ich reite jetzt flink eine Runde und ich zeige euch dann einfach, ja, später erzähle euch, wie es war und zeige euch dann einfach mal, wie ich mein Lederzeug putze. Das werde ich allerdings erst machen, wenn
ich fertig bin dann mit dem Unterricht vom Ponycamp. Denn sonst, das schaffe ich glaube ich vorher nicht mehr. Naja, wir drehen hier noch ein paar Runden, traben dann, galoppieren dann, arbeiten hier eben, wie schon gesagt, und bis nachher. Wir sind fertig mit Reiten. Schlumpfi sieht, gucken wir mal, wie es halten kann, so aus. Also gar nicht ganz so schlimm, aber ich werde ihn jetzt noch einmal abspritzen, ihn wegpacken und dann geht's mit dem Ponycamp weiter. Ja, Schlümpfchen.